Ich denke, wir sollten mal alle schlafen gehen. Ich gehe mal schlafen. Tadap, tadap. Lass schlafen gehen. Ins Höhlenhäuschen. Bluppe, bluppe, bluppe. Komm, lass mal einfach schlafen gehen, ja. Weil der Regen geht mir echt auf den Sack. Mit seinem Tröpfchen, Tröpfchen, Tröpfchen. Immer im Hintergrund dieses Geräusch. Als ob man irgendwie Rauschen hat. Als ob genau ein Mikro am Arsch ist von irgendjemandem, mit dem man redet. Ich rede natürlich aus Erfahrung, ja. ja. Und das ist echt nervig. Nur kurz was futtern. Boah, das Feuer, ich habe immer Angst, dass hier irgendwie was brennt. So, und jetzt mal kurz schlafen. Ja. Und weiter geht's. Steine bauen. Boah, also die Sichtweite ist natürlich jetzt nicht die höchste, aber Hauptsache es leckt nicht. Das ist das Wichtigste für mich. Solange das Spiel mit 60 FPS läuft, ist mir alles scheißegal. Ja, kann ich. Ja. Also eigentlich läuft das Spiel bei mir mit irgendwie über 100 FPS. Aber, ja, bei der Fraps-Aufnahme begrenzt halt Fraps das auf 60 FPS. Ja, ist halt so. Ist halt einfach so, dass einfach begrenzt. Oder ich habe, denke ich, V-Sync angemacht. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall begrenzt Fraps das, weil Fraps kann denke ich, nur maximal mit 60 FPS pro Sekunde, also Bilder pro Sekunde aufnehmen. Mehr braucht man auch gar nicht eigentlich. Und YouTube kann nur, denke ich, maximal 60 Bilder pro Sekunde unterstützen. Ich weiß gar nicht, ob es mehr unterstützen kann. Irgendwie so 120, weil ich denke, für 3D oder so braucht man mehr als... Ja, brauchen nur 120 Bilder pro Sekunde oder so. Ich weiß gar nicht wieso, weil irgendwie für beide Augen irgendwie 60 für jedes Auge irgendwie ist und so und tralala und was weiß ich was alles. Ja, und dann brauchen wir irgendwie 120 FPS. Ich verstehe es gar nicht wieso. Es ist doch ein Bildschirm, auf den man drauf schaut, nur durch halt eine Brille. Ich weiß es einfach gar nicht, wieso das denn irgendwie anders sein sollte. Wieso man da irgendwie 120 FPS braucht. Ich weiß gar nicht. Wieso? Wie viel haben wir eigentlich schon? Boah, kaum was. Kaum was und warum voll viel. Für das Höhlenhäuschen. Für das Projekt, das noch nicht zu Ende ist. Schon seit da, keine Ahnung, wann wir es angefangen haben. Das kann man übrigens immer noch erraten. Ja, aber es tut niemand. Ja. Es ist auch nicht schlimm. Also ich würde es dann zu Ende bauen und einfach sagen, ja, was es ist. Vielleicht redet es auch keiner. Vielleicht ist es einfach nur sowas ganz Verstecktes, Geheimes und was weiß ich was alles. Jep und Kletsch und Zack und dann... Boah, wie viel hier Diorit ist. Ich hasse es. Diorit. Boah, jetzt wieder ausgeleuchtet. Alles super. Ich überlege gerade, wie man denn die Monster-Arena bauen könnte aus Dingens, aus Obsidian. Das soll auf jeden Fall, der Boden und die Wände sollen auf jeden Fall aus Obsidian sein, damit falls ein Creeper neben der Wand explodiert, dass er die Wand nicht kaputt macht und ja, der Boden, falls er explodiert, damit der Boden nicht kaputt geht. Ja, wegen der Explosion des Creepers. Aber wie soll man denn die Decke machen und wie hoch soll eigentlich die Decke sein? Weil je höher die Decke, desto mehr Ressourcen braucht man auch. Und wie soll das ausgeleuchtet werden? Sollte überhaupt, also soll das ein großer Raum sein oder eine offene Fläche, dass man da nur nachts jagen kann? Weil ich habe mir so überlegt, vielleicht macht man da irgendwie, dass man da auch tagsüber jagen kann, dass ein riesiger Raum ist, in dem man dann halt jagen kann. Wo man einfach mal die Tür aufmacht und reingeht, dann mal jagen geht. Einfach mal so tagsüber, wenn man halt so mal ein bisschen XP braucht. Das wäre auch ganz angenehm, aber der Raum muss dann riesig sein, damit auch wirklich Monster spawnen. Und Obsidian abzubauen dauert Ewigkeiten. Und ein Obsidian ist ein Lava-Block und da muss man so viel Lava suchen. Und Lava ist auch gar nicht einmal... Nee, das geht nicht. Nee, ich habe gedacht, gerade in der Hölle, irgendwie ein bisschen, da ist immer Lava, aber in der Hölle verschwindet das Wasser, falls man da Wasser platziert, verschwindet das in Sekundenschnelle. Also... Das bringt ja nichts, denke ich. Eventuell, falls man da sofort einen Wasserblock auf einen Lavablock platziert, dass daraus Obsidian wird, das wäre dann noch ganz angenehm. Oh, hier ist ein Monster? Oh. Ja, hier ist die neue Monster-Arena oder so, keine Ahnung. Also so eine Monster-Farm, ich denke, Monster-Farm funktioniert nicht mehr, aber ich möchte auch nicht die Ressourcen von den Monstern haben, also die Sachen, die sie droppen, sondern ich möchte XP haben.
Ah ne, oh, ja, die Spitzhacke ist kaputt gegangen anscheinend. Ja, dann kommt die nächste. Ja, also ich möchte nicht Ressourcen der Monster, sondern ich möchte gerne das XP der Monster. Und dafür muss man, denke ich, die Monster selber töten. Also wenn die trinken oder so bringen, kriegt man kein XP. Und das ist natürlich dann echt schade. Und deswegen muss das so eine große Farm sein, wo man dann halt selber rein muss und selber jagen muss. Und das Problem ist, dass man immer nur nachts jagen kann, da die Monster nur bei einer bestimmten Dunkelheit spawnen. Und das finde ich echt blöd. Und ich finde es auch echt blöd, dass die Creeper explodieren und auch der ganze Boden voll uneben ist. Da muss man mal rumjumpen, wenn man zurück und weil, ja, wenn halt ein Creeper vor dir ist und auf einmal irgendwie man Scheiße gebaut hat und der auf einmal anfängt zu zischen. Und boah, Scheiße, gerade harter Ruck, ich habe schon gedacht, alles hängen geblieben. Und dann, ja, und dann man halt zurückgeht, wenn der Creeper anfängt zu zischen und dahinter ist irgendwie ein Hügel. Dann geht man gegen den Hügel und dann explodiert halt der Creeper und dann, ja, dann ist ein Loch im Boden. Und das finde ich echt doof. Und eventuell könnte man in dieser Monster-Arena dann so eine Erhöhung machen, so einen kleinen Turm, vielleicht irgendwie auch in die Mitte, von dem man dann die Monster snipen kann. Also sozusagen so mit einem Bogen da oben hingehen kann und dann von oben alle Monster halt abschießen. Das wäre natürlich sehr teuer mit dem Bogen. Aber wir haben ja eigentlich recht viele Pfeile. Aber die würden dann natürlich zu Ende gehen. Und der Bogen würde dann auch kaputt gehen. Der halt, auch wenn der Haltbarkeit 3 hat, hält der nicht mehr so lange mehr. Ich denke schon die Hälfte. Knapp die Hälfte hat der Bogen. Das wäre dann natürlich sehr verbraucherisch. Und das Schwert, das hält Ewigkeiten. Wir haben nur noch keine Verbrennung. Wenn die Verbrennung kommt, dann ist Ende. Dann sind die Monster leise. Dann haben die keine Chancen gegen uns. So, ich denke noch diese eine Reihe oder so. Oder die ganze Spitzhacke hier noch zu Ende. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, komm. Auch diese Spitzhacke hier zu Ende abbauen. Und dann gehe ich zum Braten stellen. Dann ist echt Zeit. Aber das mit der Monsterfarm muss ich mir noch auf jeden Fall überlegen, wie man das genau machen kann. Und das Obsidian wird auf jeden Fall sehr, sehr lange dauern zu besorgen. Das ist auf jeden Fall das, was am längsten dauern wird. Besorgen. Ich denke, ich werde dann außenrum sozusagen so eine Kuppel drum machen, damit es nicht nach außen Obsidian aussieht, weil ich finde, Obsidian sieht nicht sehr schön aus, so lila. Und so ein lila Klotz mitten in der Welt, das finde ich echt hässlich. Dann baue ich dann halt drumherum irgendwie so Stein. Ich hoffe doch, dass wenn neben Obsidian ein Creeper explodiert, dass er dann nicht durch Obsidian etwas explodieren kann. Das wäre dann natürlich echt das blöd. Also Obsidian verschwindet dann nicht, aber der Block dahinter. Ich denke, wir sind fast auf der anderen Seite angelangt. Das ist dann echt blöd. Weil ich auch schon eine Spinne. Das kann echt sein. Oh, da hier ist eine Höhle. Das wäre auch ganz angenehm. Aber wir haben eh schon genug Ressourcen. Boah, wir haben da irgendwie mehr als 10 Eisenstacks und was weiß ich was alles. Ohne Ende. Kohle haben wir auch noch ganz viel. Also da haben wir keine Probleme mit. Mit gar nichts. Das Leben läuft easy jetzt. Na, ein bisschen sowas wie natürlich zu Ende gehen. So, Spitzhacke, geh jetzt endlich mal kaputt. Ich will endlich braten gehen. Mein Gott, jetzt kommt die Kohle. Jetzt kommt die Kohle. Komm, Spitzhacke. Gib mal ein bisschen Gas. Ja, ich überlege so, eine Eisenspitzhacke mit Effizienz abzugraden, aber das wäre einfach nur XP-Verbrauch. Weil die geht echt schnell kaputt. Man baut dann natürlich schneller hier so Ressourcen ab. Aber das lohnt sich dann echt gar nicht. Es lohnt sich eigentlich nur so, Diamantsachen abzugraden. Also, meiner Meinung nach. Andere Sachen lohnt sich gar nicht abzugraden. Es lohnt sich einfach gar nicht, weil ja, die Sachen gehen dann einfach sehr schnell kaputt. Und dann die gesamten Levels gehen dann einfach verloren. Okay, da war einfach nur ein Zombie. So. Ich denke, wir sollten uns zum Haupthaus begeben. Und dann dort zum Braten stellen. Da gibt es genug Öfen. Obwohl hier unten im Höhlenhäuschen auch genug Öfen sind. Und es eigentlich mehr lohnt, dort zu braten. Scheiße, laufen wir wieder oben drüber und nicht durch die U-Bahn. Aber das hat sich echt nicht gelohnt über die U-Bahn. Dann würden wir einfach nur einen Umweg gehen. Ja, also die U-Bahn hat gerade noch keinen Nutzen. Finde ich echt schade. Ich hoffe doch, später findet sie einen gewissen Nutzen. Mann, okay, die Minenkarren sind wieder stehen geblieben. Also, das finde ich irgendwie sehr komisch mit Minikan, dass hier mal stehen bleiben. Echt doof. Man könnte da irgendwie mit einem Dispenser das mit den Minikarren machen. Das wäre auch was ganz Angenehmes.
Ja, ich habe eine coole Idee. Ich habe eine coole Idee bekommen. Ja, dass man, wie man da Minenkarren immer vor Ort haben kann, damit sie nicht immer herumfahren können, was nicht klappt irgendwie. Was ich echt blöd finde, dass sie dann nicht immer so rumherumfahren. Theoretisch ist alles gegeben, dass sie immer rumherumfahren könnten, die Minenkarren, aber die wollen irgendwie nicht. Müssen wir mal die Minenkarren, oh nee, da oben. Scheiße, komm. Mal fahren lassen und mal schauen, wieso sie denn da stehen bleiben, die Minenkarren. Das. Und dann finden wir vielleicht den Bug im Spiel. Ja. Nehmen wir mal hier Diorit raus und die ganzen anderen Steine, die wir so dabei haben. Stein? Stein? Da. So. Na, scheiße, wir haben zu viel. So. Boah, wir haben echt zu viel davon. Granit. So. Uff, ein bisschen Cobblestone, dass man hier so schön braten kann. Ah, ich denke, unten gibt es keine Kohle mehr oder sehr wenig. So, hier ist Kohle. Nehme ich mal hier so einen halben Block mit. Wie viel haben wir? 48. Wenn man ja hier den ganzen Block mit. Wie viel haben wir eigentlich noch? Oh, noch zwei cooles Blockstecke. Oder? Ich weiß gar nicht, wie man das genau sagen soll. Blockstecke, Kohle, Stack, Blöcke. Weiß ich nicht. So, rein da. Hier ist genug. Da nochmal, zack. Da nochmal. Oh, scheiße, ich denke, das reicht gar nicht. Hehehe. Müssen wir ein bisschen sparen. Oder nee, sollte reichen. So, okay, hat gereicht. Naja, 17 Bruchsteine hier noch übrig. Komm, lass ich mal einfach. Wir sollten mal wieder Steine nehmen. Ein bisschen Fleisch besorgen. Vielleicht gibt es hier noch ein bisschen Fleisch. Boah, gibt es hier viel Fleisch. Boah, ohne Ende. Müssen wir alles braten. Zack, rein damit. Rein mit dem Fleisch. Und brate dich schön. Hier fehlt noch ein Kühlschrank. Ja, auf jeden Fall. Okay. Wir haben noch so viele Spitzhacken. Also was wir jetzt machen könnten, ist Monster jagen, um noch ein bisschen XP zu sammeln, solange sich da alles brät, weil wir brauchen Steinstufen. Ja, wir brauchen Steinstufen, um da weiterzubauen. Im Höhlenhäuschen, an dem einen Projekt. Ich nenne es mal einfach mal Projekt. So oberflächlich. Oberflächlich? Also ohne den wahren Namen zu verraten. Ja, ihr wisst ja schon. So, Skelett. Wieso hat's ihn? Es hat irgendwie nicht geschossen. Es hat sich die Hose voll gemacht und dann hat es nicht geschossen. Wo viel Creeper? Vier Creeper auf einem Platz. Vier. Ich muss mal schauen, ob das Schwert echt mehr droppt. Boah, drei! Scheiße. Drei Schießpulver. Boah, von jedem Creeper bis jetzt was gedroppt. Normalerweise droppen, denke ich, Creeper nicht mit jedem Tod etwas. Wieder was gedroppt. Wieder was gedroppt. Geil. Plünderung 2 hat sich echt gelohnt. Wer hat mich abgeschossen? Wah, beruhig dich doch. Wah, Monster überall. Chillen. Wah, chillen, Leute. Wah. So, jetzt habe ich ihn aber einmal geschlagen. Jetzt muss ich hier Rückzug einnehmen. Hallo, Skelett. Und tot bist du. Mein Gott, da ist so viel XP, muss man alles noch einsammeln. Kann eigentlich ein Skelett einen Enderman treffen? Das wäre echt interessant, das zu wissen. Bestimmt geht das. Scheiße, fuck, wenn das schwer Plünderungen hat, dann droppen mir die Monster noch mehr Sachen, dann geht die Monsterkiste noch schneller voll. Das ist nicht so gut bedacht von mir. Da muss man einfach ein bisschen verbrennen. So für. Ah, ich habe vergessen. Ah, nee, ich habe nichts vergessen. Ja, ist okay. Man muss in der Schmiede noch so ein Ding zum Verbrennen machen. Wenn man auch hier in der Nähe was zum Verbrennen hat. Falls man irgendwie Sachen verbrennen will, die man nicht so braucht. So, komm, Level 15 kommt noch in dieser Nacht. Ach, locker. Die Nacht ist noch jung. Das geht alles noch locker. So, Creeper. Nochmal. Dann nochmal. Oh, Scheiße. Blöd gelaufen. Da war ich wohl etwas zu eilig. Nee, nicht Eisen, sondern Erde haben wir jetzt gar nicht. Erde ist ja auch nicht wirklich blieben. Ja, wir müssen aber auf jeden Fall den Wasserstrom hier zumachen. Also der ist blöd. So, irgendwie so.
Okay, der Wasserstrom ist aus. Alles ist okay. Sieht natürlich etwas komisch aus, aber es geht. Man könnte hier noch etwas weiter zubauen. Creeper, mach eine Fliege. So. Okay, jetzt müssen wir das zubauen. Tada. Zack, 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 zack. Bleib, bleib. Haben wir noch ein bisschen Sand. Komm. Ja, vielleicht baue ich mal die Erde hier weg und baue das mit Sand zu. Das denke ich besser. Weil Sand kann fliegen. Und... Erde kann fliegen. Weil was für Sand kann fliegen. So. Hier nochmal Sand. Ja, so. Schade, hier fehlt noch zwei Sand. Aber egal, so haben wir nochmal vier Erde. Hier unten ist, denke ich, nichts. Also keine Erde. Und so. Mann, wir müssen immer etwas Erde dabei haben, wenn wir so unterwegs sind, falls ein Creeper explodiert. Damit wir das auch immer zubauen können. Da ist ein weiterer Creeper. So. Na, okay, wir haben noch Mitternacht. Alles chillig. So. Wow, so viele Monster. Ah! Verbiss dich, Skelett! Skelett, ja, ja. Knall deine eigenen ab. Ja, haha, knall deine eigenen ab. Komm, töte den Zombie. Töt ihn! Nein! Wo hat er hingeschossen? Nein! Schieß den Zombie ab! Komm! Komm, 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 komm! Ich bin hier unten! Ja! Du bist ein Boss-Skelett! Super Arbeit! Du bist auf meiner Seite! Guter Junge, guter Junge! Uah, super! Guter Junge, guter Junge! So läuft das Game! Oh! Ah! Warte mal! Hat nicht das Skelett gerade den Creeper erledigt? Hat es das nicht? Kam mir so vor. Blödes Skelett, verreck! Verreck ganz schnell! Ich hab keinen Bock auf dich. So. Da unten gab's noch eine Karotte. Jump, jump und zack in your face! Zack in your face! So läuft das Game. Super. Also Rückstoß beim Schwert ist echt das Geilste. Da ist die Creeper-Explosionsrate viel geringer als ohne Rückstoß. Das ist echt richtig geil. Boah, hier noch ein Loch von Creeper. Die ganze Welt ist ja voller Löcher. Oh, ach, da ist eine Fledermaus. Ich hab schon gedacht, was fliegt da herum? Eine Spinne fliegt da herum. Eine ganz kleine Spinne. Zack, scheiße. Mann, ich will nicht wissen, wie viel der Helm noch hat. Okay, ah nee, ich habe einen Helm ja vor kurzem noch repariert. Deswegen ist alles okay. Aber man sollte wieder die Rüstung reparieren. Nicht wieder, sondern mal. Und die Schuhe sehen auch nicht so schön mehr aus. Okay, Level 16. Top, 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 top. Top, top, top. Top, top. Komm her, Zombie. Verreck, du. So läuft das Game. Dann gibt's hier noch. Wow, noch ein Zombie. Stirb. Okay, alles sieht chillig aus. Chillig. So. Oh, da gibt's noch ein bisschen XP am Boden. Auf dem Boden. So, so. Man muss immer. Der Rückstoß ist eigentlich blöd gegen Skelette. Also, dann ist es schwer, an die ranzukommen. Ja, ja, aber. Gegen Creeper ist auf jeden Fall das Geilste, was man machen kann. Vielleicht sollte man immer so zwei Schwerter mit sich führen: einer mit Rückstoß, einer ohne Rückstoß. Einer für Skelette, einer gegen Skelette. Und noch, ein drittes Schwert für Spinnen. Also mit Nemesis der Gliederfüßler. Und ein vierten für. Zombies mit Bann. Damit man alle super geil tötet. Ich denke, Bann ist auch gut gegen Skelette. Denke ich, ja, ja. Dann nur drei Schwerter halt. Die Nacht geht zu Ende. Wir gehen mal nach da. Kurz. Nicht kurz, sondern wir bewegen uns langsam in Richtung zu Hause. Da ist ein Zombie. Komm zu der G. Zack. La 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 la. Zombie, du bist tot. Komm, Spinne. Klatsch. Klatsch. Komm. Zack. Skelett. Warum ist noch ein Skelett? Von einer erhöhten Position. Schlauer Skelett. Ja, ja. Sehr schlau. Da 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 da. So, die Nacht ist eigentlich auch schon zu Ende und die Aufnahme eigentlich auch. So, mit diesen Worten beende ich schon noch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss!